Na, also mir ist ja wieder mal was passiert, wa? Also na nicht mir direkt, aber hier nebenan. Die eine hier, die ist jetzt wohl, was weiß ich, 20 Jahre alt oder was, ganz knusprig und jung. Jedenfalls hat die jetzt ganz frisch ihren Führerschein gemacht, wa? Und hatten auch gleich, also beim ersten Mal, ihr Schaff, brauchte also nicht wiederholen und nicht. Und war dann ganz glücklich und hat eben die gute Nachricht erhalten, als sie noch auf Arbeit war, da in ihrem Büro da, wo sie da irgendwo arbeitete. Und da hat sie zu Hause angerufen und Bescheid gesagt und also wie glücklich sie wäre, dass sie jetzt endlich einen Führerschein hat. Na und die Eltern wollten sie ein bisschen überraschen und ihr eine Freude machen. Da haben sie ihr einen ganz nagelneuen kleinen Wagen gekauft, war so, was weiß ich, irgendwie so was mit halb und halb, da so, wissen Sie da, die neuen Dinger da, was das jetzt so gibt. Na jedenfalls nagelneu, Versicherung für ein Jahr bezahlt und damit wollten sie dann überraschen. Und die kommt nach Hause, also mit der öffentlichen, war also mit ganze, was also ewig dauert, und kommt sie nach Hause und da geben ihr die Eltern also eben die Schlüssel und die also total weg vor Freude, ach wie schön. Und fährt sofort los, also runter und los mit dem Auto, fährt auf der Landstraße lang und auf einmal sieht sie da, also das ist schon so am Duster werden, so halb, so Abnippellicht war, und da sieht sie, wie jemand da am Straßengraben liegt, also wie, also angefahren und liegen gelassen war. Na jedenfalls, die steigt aus und kommt nah dran und guckt, da ist das ein Mann, der macht seine Augen auf und hat sie gesagt, Mensch, das ist eine Falle gewesen. Rennt sie zurück zu ihren kleinen Autoschienen, knallt die Tür zu und mit Herzschlag pochend fährt sie wieder weiter und kommt dann auch gleich wieder zu Hause an, weil sie also so total nervlich weg war, was da passiert war. Und die Mutter an der Tür schon sagt zu seinem Kind, was ist denn mit dir? Du hast ja da, du hast ja überall Blut da. Was? Und da guckt sie tatsächlich, da hat sie Blut, also an ihrer Handtasche. Und Bluttröpfchen am Fahrstuhl, das haben sie runterverfolgt bis zu ihrem Auto. Und an dem Auto war also total blutig eine Tür und innen drinne zwei Finger. Da hat die dem wohl die Finger abgehackt und in ihrem Schock ja nicht mitgekriegt. Und jetzt muss da irgendwie einer rumduseln. Wo also ohne zwei Finger war. Also, naja, und dann haben sie das gemeldet und aber hat sich keiner kam und hat gesagt, dem fehlen Finger oder so. Weil da müsste er ja zugeben, dass er da also nicht jüdet im Sinn hatte mit der war. Aber stell dir mal vor, Sachen gibt es. Das war also fast genau wie die das eine Mal, wie ich im KDW oben im Restaurant saß. Nee, also erstmal war das ja bumsvoll. Also Mittagszeit war also jeder Tisch besetzt. Aber ich ganz alleine stehe denn und kicke und dann winken da so zwei mittelalterliche: Hallo, junger Mann, Sie können hier bei uns sich hier dazusetzen. Sag ich auch, naja, das ist ja nett. Und ich setze mich dann dazu, war und esse und alles. Und also als ich dann fertig war, waren die ja schon weg. Die waren ja schon vor mir da gewesen. Und da sagt die Kellnerin, ja, also, was weiß ich, was das war, 9 Euro oder was musste ich zahlen? Und für die Eltern 28 Euro, das zahlen Sie doch bitte mit. Sag ich, was? Wieso? Naja, das wären meine Eltern gewesen und die meinten, ich würde sie einladen und würde das gerne mitzahlen. Ich sage, sagen Sie mal, Sie spinnen wohl. Das kann doch nicht sein, das sind doch nicht meine Eltern. Guck, wissen Sie, die Arschgesichter, das sind nicht meine Eltern gewesen. Die haben sie angelogen. Na, jedenfalls, um also weitere Peinlichkeiten zu vermeiden, habe ich die 28 Euro gezahlt für die wildfremden Leute. Ich gehe weiter zum Einkaufen und wen sehe ich da im Gewühle bei der Klamotten? Das Ehepaar. Na, und die Siehst du Frau mal. denn davon hat mich denn gleich erkannt und schreit: Hilfe, Hilfe, Taschendieb! Ich denke, na, also jetzt äumelt's, aber was ist denn hier los? Was wegen Taschendieb? Spinnen Sie? Na, und dann hat gleich auch Hausdetektiv und alles kommt angezappelt und meint denn also, der musste also der Sache auf den Grund gehen. Jedenfalls die Eule, die hatte eine riesen Tasche, als ob sie zum Kegeln gehen würde oder was oder sonst wie. Und da also der Hausdetektiv, darf ich da mal bitte reingucken? Und die also ganz, ach Mensch, nee, nee. Und na, jedenfalls macht der die Riesentasche auf. Was war da drin? Also.
Sämtliche Pfoten von dem Bären, den ich euch aufgebunden hab, und außerdem noch die zwei Finger aus dem ersten Witz. Habt ihr gesagt, dass ich wieder mal was erlebt hab?